Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Civilization 5. Wir spielen weiter diese Kampagne hier. Falls euch wundert, dass die letzte Folge von Romana zu spät gekommen ist, dann liegt ja, das weil nicht, jeder Abo-Box kämpft. Dann liegt das nicht daran, dass er die zu spät hochgeladen hat, sondern an der schlechten YouTube-Verarbeitung. Genau. Ja, aber YouTube ist schuld. Da draußen. Ja. YouTube ist schuld. Ich nicht. Ja. Also er hat die keineswegs zu spät hochgeladen. Das kann gar nicht. Dafür sind wir uns viel zu pflichtbewusst. Genau. Sieg heil. Ja. Ja, eine Minute ist noch nicht mal rum und direkt die ersten Arztparolen sind schon gefallen. Da auf dem Köpi. Heute ein König. König Pilsen. Böllert. Ist schon ein gutes Bier, ne? Ja. Richtig nice. Muss man einfach sagen. Also die Königsbrauerei braucht mit viel mehr Herz als die anderen Drecksbrauereien. Ist schon königlich. Brauerei da. Ach so. So. Wir nehmen übrigens gerade, wie ihr dann vielleicht auch gemerkt habt, gerade eine Woche im Voraus auf. Aber das tun wir ja meistens. Eine Woche Vorlauf. Bei uns streikt ja noch der Pilot bei Lufthansa. Das stimmt, die Piloten streiken noch. Alles safe. Okay. Wieso stehen drei Karawane der Perser vor meinem Stand? Weil die dich so gern haben. Ah ja, I see. Boah, das ist die perfekte strategische Position, Alter. Morgen wird auch ein schöner Englisch-Vokabeltest gegessen. 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 Geschrieben meine ich natürlich. Nee, ich dachte, du meinst es gegessen. Gegessen wird er auch. Dann kann ich der Frau da sagen, ne? Yo, ich hab den Vokabeltest gegessen. Ich kann den leider nicht abgeben. Yo. Geht nicht. Hast du schon deinen Turn beendet? Nein. Machst du noch was? Ja. Okay. Er hätte ja sein können, dass du es einfach vergessen hast. Ich muss mir kurz Dingens angucken. Aber ich glaube, erstmal das hier. Eine Einheit befördern. Mein Gott, muss ich viele Sachen machen. Tatsächlich sind meine Leute ja gerade glücklich. Ja, tatsächlich. Tatsächlich schon. Das haben wir ja letzte Folge erlebt. Dass sie sich doch nicht mehr so ganz unterdrückt fühlen, sondern nur noch ein bisschen. Falls ihr Beschwerden habt über die Soundqualität, bitte direkt an den Logitech-Support schreiben. Direkt an den Logitech-Support. Ich kann da nichts für. Ich habe alles versucht. Alles. Alles. Wirklich alles. Außer den Logitech-Support selber anzuschreiben. Das ist sehr geil. Das können die Zuschauer machen. Das können andere Leute für dich machen. Falls sie das komisch anhört, die Dose hat eine Beule. Die ist gar nicht runtergefallen oder so. Nö. Der hat jemand einfach nur einen auf die Schnauze gegeben. Ja. Ich habe damit ein 1 gegen 1 gemacht. Mit der Dose. Gegen die Dose oder zusammen mit der Dose? Nee, zusammen mit der Dose. Boah, was brauchen die denn so lange für einen Tag? Scheiß Barbaren, Alter. Ach, wir haben ja noch gar kein Jagdlager. Dann holen wir uns mal Pelze. Boah, Pelze hier. Boah, Pelze ran, Junge. Oh lol, nee, das wollte ich gar nicht.
Pelze wollt ihr nicht. Toll, ein schniekes Observatorium. Schon schnieker, ja. Oh, Production Chosen. Dann choose mal die Production, jo. Dann war mal eine University. So, Dublin, du bist ab jetzt unser bester Freund. Unser allerbester Freund. So, wie viel brauchen wir? Sollte eigentlich reichen, 500. Ja. Brüssel hat Dublin den Krieg erklärt. Ragusa hat Dublin den Krieg erklärt. Dublin hat Elisabeth den Krieg erklärt. Das ist schön. Ein Schutzversprechen. Aztekenland ist jetzt mit Dublin verbündet. So, dann stehen wir euch dahin. Ich invade übrigens gleich Quebec, ne? Also. Invade ist gleich Quebec? Ja. Lebkuchen, um genau zu sein. Ah, okay. Dann geht's ja noch. Die Frage ist immer noch, wo sind denn jetzt diese scheiß Briten, ne? Ah, soll ich jetzt den jetzt schon in den Krieg erklären? Nein. Kann ich da schon reinmarschieren? Nein. Wem denn? Ja, hier, dem Schmuck. Mongolen, stimmt. Oder wie? Ja, ja, sind bei dir Mongolen noch unterwegs? Nee. Ich glaube, die ich gesehen habe, sind jetzt schon da, wo du jetzt gerade dein Schiff hingefahren hast. Ah, da, wo ich jetzt meine Stellung bezogen habe. Ja, ja. Eigentlich müsste ich noch einen Turn warten. Ja. Hm. Eigentlich muss ich tatsächlich noch einen Turn warten. Ja, dann warte noch einen Turn. Ach, mach ich das jetzt hier? Ah, mach ich das jetzt, ja. Gut. Das heißt, du gehst erstmal Richtung Turfan und Chassia. Ja, die beiden werde ich einnehmen. Die Einheiten da oben werde ich einkesseln und zerstören. Und danach sollten die eigentlich schon aufgeben. Suchen und zerstören. So, da wollen wir mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Die Muskeln spielen lassen. Die Rangers haben's drauf. Ja, die Rangers haben's drauf. Ja. Was sagen eigentlich die anderen? Das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, was die Spetsnaz sagen. Ja, das weißt du nicht. Und dabei warst du da selber. Hast ja. Selber so das miterlebt. Ist schon so lange her, ne? Na, guck mal, da hauen sie direkt ab, die Kackbongo. Ja, geht doch, wir brauchen ja. Euch hier nicht. Das bedeutet Krieg! So. Ja. War sehr spektakulär. Auf jeden Fall. Boah, das reicht easy, Alter. Es ist Zeit für Reich. Okay. Weg mit der Scheiße. So, dich stellen wir dahin. Kommst mal näher ran, Kollege. Dahin. Hierhin. So. Ich glaube, die Einheiten müssten quasi schon ausreichen, um die da zu vertreiben. Wenn nicht, dann gibt's Krieg. Krieg! So, ziehen wir die mal runter. Du wirst nicht gebraucht da oben. Ach, du hast jetzt schon den Krieg begonnen, okay. Ja, ja, ich hab jetzt Krieg erklärt. Ja, ja. Ja. Die Standardprozedur halt. Ich glaube, ich habe aber tatsächlich zu wenig Einheiten. Ja, für Turfan müsste es aber reichen. Ja, für hieß hier auf jeden Fall. Für Turfan eigentlich auch. Aber danach wird es ein bisschen eng. So, und du sollst dich regenerieren. Hier, bitte bleib mal da. So, Produktion. Was produzierst du denn jetzt? Du produzierst erstmal Schniekebank.
So, und in der nächsten Runde wird gefickt. Ach so, ja, dann ist ja gut. Hey, wake up! Ich werde im TS angestupst. Geil. Steh ich drauf. Locker cocky, ne? Locker cocky. Obwohl Felix ist auch nervig. Ja, aber die soll. Aber Felix respektiert das, wenn man aufnimmt. Echt? Ja, der wird auch niemals Gimmermucke anmachen, wenn ich aufnehme. Stimmt. Wer das auch nicht respektiert, sind Live und You. LOL. Waschlosch. Oh, LOL. Oh, LOL. Er hat zwei Kanonen, ist schlecht. Ja, obwohl eine davon kommt gerade von unten. Ich glaube, die ist unten jetzt weniger. Ein Gegner ist in der Nähe. Naja, dafür rasiere ich die da auf der Front. An der Front? So, bedeutender Sieg. So, selbst wenn wir Quebec jetzt verärgern, das juckt mich ja nicht. Boah, Pat-Situation ist gay. Pat-Situation ist gay. Unbedeutender Sieg. Bedeutende Siege sind auch scheiße. Das Einzige, was wirklich relevant sind, ist halt echt, ne? Töten. Ach so, stimmt, wir müssen jetzt mal aufstehen. Okay, das Glück hat China übrigens diese Runde wieder verlassen, wie wir hier gerade sehen. Richtig schön, minus 1. In Civilization gibt's nicht sowas wie Rebellion, ne? Oh fuck. Ich glaube, ich werde zusammengeballert. Ja, machst du nichts. Wie der Hells Angels Chef in Gießen, sagst du? Boah. Da hast du recht. Aber weißt du was? Wenn man den Krieg verliert, was macht man dann? Söldner kaufen. Ach so. So eine Kanone hier. Eine Kanone hier? Hier, 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 hier und hier. In 3 Runden ist der Kreml fertig. Kreml ist ja immer wieder was Schönes. Dort lassen wir dann Wladimir Putin, aka das Kreml-Monster, einziehen. Das Kreml-Monster. Ja, schönes Zitat. Stimmt, Fernangriffe sind scheiße. Für mich. Egal. Kann sein, dass du morgen für Sovi raussuchen musst. Hat der mir jetzt nicht spezifisch gesagt. Ja, aber ich meine, das ist so... Moll, Alter! Hat der gerade geone-shottet? Moll pro Liter, keine Ahnung. Ja, entscheidender Sieg, ne? Ja, entscheidender Sieg. Entscheidender Sieg. Almaty kann einen Gegner angreifen. Oh Leute, hier sind wieder Mongolen bei mir oben. Cool. Ach, cool. Super. Ganz großes Kino. Ah, dann ist die Welt ein bisschen weniger scheiße. Was? Ist die Welt ein bisschen weniger scheiße? Die Welt ist schon kacke. Ja, das stimmt. Nein! Oh. So, ich hasse dieses automatische Umswitchen auf andere Einheiten. Das ist so scheiße in diesem Spiel. Nervt schon ein bisschen. Ich glaube, das kann man auch nicht ausstellen. Und wenn ja, dann haben wir es einfach verkackt. Alter, krieg ich hier Krebs. Echt? Cool. Schön. Toll. Okay, die eine Front ist gerade komplett vernichtet worden. Finde ich nice. Ja, schön, ne? Das ist immer gut. Okay, vielleicht sollte ich nicht unbedingt einen Drei-Fronten-Krieg führen. So eine komplette Front, die sich einfach mal auflöst, ne? Ja, kann man mal machen, ne?
Ach, sei halt nichts gegen, ne? Ja. Ich meine, Dublin könnte sich auch mal so mit ihren Speerträgern auf die... Nein. Nö. Nein! Oh, cool. Eingedrungen an in das Gebiet von Quebec. Eingedrungen in das Gebiet von Quebec, ne? Quebec, ne? Ja. Geschützig. So, Quebec ist eigentlich schon was Schönes. Almaty kann einen Gegner angreifen. Wie ist die weggebombt, Alter? Und die Stadt, die gehört zu mir. Ach, siehe! Genghis Khan wurde von der Zivilisation Azteken Land eingenommen. So. Okay. Stimmt, ich hätte mir vorher angucken sollen, was die Stadt hat. Das wäre eigentlich eine Idee gewesen. Ah, die hat bestimmt ganz tolle Sachen. Stadt annektieren. Und die hatte doch ganz schön viele Minen mit nix. Geil. Ja, Eisen nice. Hatte die. Boah, Eisen ist und schon Bananen. Was krasses. Eisen ist so eine Sache, die findet man nirgendwo. Ja. So, kaufen wir mal Kanonen. Sowas kann man immer mal gebrauchen. Jetzt krieg ich einen großen General, oder wie? Das ist so ein schlechter Scherz. Nein. Ist ein guter Scherz, ne? Ja. So. Mein Freund. Badabadabam. Und warten wir mal auf das Aztekenland. Ah lol, da auch noch Produktion. Ja hier, friss Werkstatt. In welcher Welt führst du denn drei Frontenkrieg? Nein, die eine Front hat sich komplett aufgelöst, deswegen gibt's sie halt nicht mehr. Deswegen gibt's sie halt nicht mehr. Ja, so. Das ist halt so. Ach, das ist im Norden. Halt im Norden fahren halt komplett, ne? Wo du halt komplett auseinandergeschossen wurdest, oder wie? Ja. Ich meine, was sagen die jetzt eigentlich dazu? Jetzt könnte ich eigentlich schon Frieden machen von mir aus. Ich bin damit zufrieden. Ich meine, wenn ich noch Tourfahrt kriege, ist kein Problem. Boah, ne? Ist jetzt nur so eine Nebensächlichkeit, ne? Oh, nächste Woche ist Wirtschaftswesen fertig, ne? Dann regnet es hoffentlich Geld. So, warte, bringt diese Stadt eigentlich was? Nein. Wie viel Gold? Null. Nahrung 7. Eigentlich kann ich diese Stadt niederreißen. 12. Überlege ich mir noch. 1. Das hat Tuchfahren. Tuchfahren hat Gold. Und 5. Schafe. Gold und Marmor. Okay. Ich nie irre, okay, ich muss Tourfahren haben. Das Geile ist ja auch bei mir, ich habe hier zwei Level 12 Städte, ne? Und meine Hauptstadt davon ist Peking halt mit 77 und die wächst in 77 Runden wieder und Shanghai wächst schon in 41. Schon geil. Ja, sehr interessant, ne? Ja. Wenn die Hauptstadt einfach mal von der zweiten Stadt überholt wird. Schon ein bisschen erregend, ne? Boah, ich fühle mich gerade wie Niklas Paul, Alter. Nur am Scheiße labern. Alter, wie viele Einheiten hat der Wichser denn? Eure Einheit zu Genoschütze wurde von einer feindlichen Einheit, Armbrustschütze, bombardiert. Jawohl, wir haben den Kreml vollendet. Dann bauen wir jetzt hier Stadtmauern. Hier ein Sägewerk. Stellen die hier mal möglichst weit weg. Okay, Budapest schickt seine Truppen nach Norden. Ist schon nice, oder? Finde ich erstmal jetzt nicht so sympathisch. Warum denn nicht? Weil das möglicherweise bei mir um die Ecke ist. Quatsch. Wo sind denn diese angeblichen feindlichen Armbrustschützen? Boah, ich bin kurz davor, Warschau auch noch dazu zu kaufen, wenn ich.
So, ich erforsche jetzt Metallverarbeitung, ne? Dann mach das. Du hast Dünger, ne? Ich hab Dünger, ja. Oder warte, was möchte ich gerade? Forschung. Dünger, ja. Leute, man kann sich bewegen und schießen. GG. Aha, okay. Okay. Dann schicken wir die hier mal auch an die Front. Fuck, ich bewegt. Front ist echt ein schönes Wort, ne? Wenn man... Front ist sehr schön. Hast du gerade auch sehr schön gesagt. Ja, das Wort kann man nur schön sagen. So, was sagt ihr denn? Minus 2 Glücklichkeit, jawohl. Ja, eigentlich bin ich den Kämpfen müde. Okay, ihr wollt keinen Frieden. Dann fick ich euch halt weg. Hier haben wir jetzt gerade übrigens so einen Keil zwischen ihre Truppen getrieben. Das ist für mich sehr gut. Dann machen wir das nämlich quasi so wie bei der Roten Hochzeit und schießen die dann quasi auf ein Signal zusammen. Cool. Habe ich schön ausgedrückt, ne? Das gefällt mir. Die Rote Hochzeit war zum Beispiel auch sehr schön. Ja, die war schön rot. Ja, und Rot ist ja wohl eine schöne Farbe. Eben. Vor allem ich als Kommunist habe da nichts gegen. Ja gut, also ob das in dem Sinne eine schöne Farbe ist, ist eine andere Frage. Aber Blut ist erstmal was Schönes. Ja, als Vampir habe ich da auch nichts gegen. Genau, als Rumänianis Tanja hast du da echt nichts gegen. Budapest hat euch den Krieg erklärt, jawohl. Nice. Alter, der hat jetzt schon 2 fucking Generäle, ne? Will der mich verarschen? Verarschen. Der soll sich mal beruhigen, der Junge. Oh, dann ist die Welt ein bisschen weniger scheiße. Hä? Seit wann sind wir denn mit... Hä? Seit wann sind wir denn mit Songhai im Krieg? Songhai? Ja, hä, ist doch der Verbündete von Mongolei, du Bob. Oh, ja. Ja, geil. Oh, ja. Oh, ja, schlecht mal, oh. Ich wundere mich hier, dass hier irgendwelche Truppen ankommen. Dabei macht das alles schon Sinn. Ja, ich glaube, dann verlege ich meine Front mal ein bisschen, dann scheiße ich mal kurz auf Quebec. Und dann marschieren wir jetzt nach Norden. Oh, stimmt. Nee, bei dir ist so. Bei dir ist Songhai, ne? Ja. Ich dachte, bei dir ist Persien. Fuck! Sonst hätte ich dir nie wieder den Krieg erklärt. Okay, das ist jetzt dein Problem. Dann verschieben wir die Front einmal kurz. Und ich wundere mich auch noch, wieso. Wo sind denn diese Armor-Shits? Ja, ist schon ein bisschen dumm gelaufen, ne? Ja, muss ich jetzt, glaube ich, echt ein bisschen in Militär investieren. Dann schicken wir die mal nach Shanghai, dort sind die nämlich safe davor, übernommen zu werden. Dann soll sich Quebec mal kurz beruhigen gehen. So. Und wir haben immer noch keine Ahnung, wo fucking England ist, ne? Hauptsache, die erklären uns den Krieg, ne? Ja, die KI ist halt blöderweise allwissend. Doktor allwissend? Ja. Gerade sieht's besser für mich aus. Ja, gerade sieht's aber scheiße dann für mich aus. Ja, für dich sieht's scheiße aus. Jetzt hast du ganz, ganz viele Feinde. Aber du hast Almaty. Die jetzt ja. Wahrscheinlich von jeder Seite angegriffen
Ja. Das ist in der Tat richtig. Das ist auf jeden Fall sehr gut, dass die ganze Zeit sehr wegballern. Hm? Mit Gottfried geht's uns gut. Mit Gottfried geht's uns gut. Okay. Ja. Dankeschön. Bitte, mit Gottfried geht's uns gut. Ja, ich hab jetzt schön gekleckert, Alter. Aber. Ja, trinken ist schon schwer, ne? Ja, hallo, die Dose ist komplett demoliert, Alter. Wie soll ich denn daraus trinken? Ja, ja, würde ich jetzt auch behaupten, ne? Ja, ne. Marcel ist gerade echt der größte Lügner, den ich kenne. Voll der Lügerer. So, Produktion wählen. Hm, was produziere ich denn jetzt am besten im Krieg? Ich glaube Windmühlen. Ich glaube Windmühlen. Holland im Zweiten Weltkrieg. Boah. So, aber ich glaube, wie der Krieg hier an der Nordfront dann ausgeht, seht ihr nicht mehr heute, sondern erst in der nächsten Folge. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen beschießen. Aber, wie gesagt, wie der Krieg ausgeht, seht ihr in der nächsten Folge. Wir beenden den Turn jetzt eben noch und gucken, was die machen. Und dann... denke ich mal, dass wir... Obwohl, ne, gerade 1700. Wir beenden jetzt schon. Wir beenden den Turn dann nächstes Mal. Ja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.